Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Channel hier. Wir reparieren heute den Lasercutter. Ich habe den seit 3-4 Wochen nicht mehr in Benutzung, weil er kaputt gegangen ist. Er funktioniert nicht mehr, ich erkläre das gleich. Und ich habe so lange auch auf das Netzteil gewartet, das ist ein Hochspannungsnetzteil. Das ist mittlerweile, ich habe hier 1, 2 und mittlerweile ist es das dritte, was jetzt hier angekommen ist. Das bauen wir ein und ich habe schon Erfahrung, was das angeht, deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Was ist die Ausgangssituation? Ich mache den Laser an, die Wasserkühlung funktioniert, das Licht geht an, die Achsen verfahren, wenn ich einen Job hinsende, ist alles tutti. Aber der Laser graviert halt nicht oder schneidet halt nicht, je nachdem, was auch immer ich gerade da für einen Job drauf habe. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es entweder das Hochspannungsnetzteil ist oder es ist der Laser an sich. Dafür habe ich auch vorgesorgt. Ich habe hier noch einen dritten Laser. Einer ist da drin, einer ist schon mal kaputt gegangen. Hier ist jetzt der zweite, also der dritte, den ich dann einbauen kann. Was brauchen wir noch? Man muss letztendlich, wenn man die Anode und die Kathode vom Laser abmacht, das wieder versiegeln, damit die Hochspannung nicht auf das Gehäuse übertreten kann, was tödlich wäre. Also da müsst ihr wirklich sicher sein. Ihr braucht Versiegelungspaste und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Alles andere braucht man nicht, außer ein bisschen Grips und man muss ein bisschen nachdenken und immer auf die Sicherheit achten. Wir arbeiten hier mit Hochspannung, bitte. Dann gucken wir uns jetzt einmal einfach den Ausgangszustand an und dann zeige ich euch mal, wie man das Hochspannungsnetzteil wechselt. Dann probieren wir das. Ich hoffe, dann geht's wieder. Und wenn nicht, dann müssen wir dann nachher noch den Laser wechseln. Ich würde jetzt einfach mal ganz gerne nur einen Kreis auskacken. Ich drücke auf Start und ihr seht, dass ihr nichts seht. Im ersten Schritt habe ich erstmal alle Kabelkanäle abgemacht, die hier dran befestigt sind. Die seht ihr hier. Und das hier ist letztendlich das Hochspannungsnetzteil. Das ist die Steuerung hier und lasst euch nicht von den ganzen Kabel verwirren hier, die sind bei euch normalerweise nicht am Start. Die gehen letztendlich in die Box und zeigen dieses Device hier. Das habe ich ja selbst montiert und letztendlich den Milliampermeter. Hier oben sind für die X- und Y-Achsen die beiden Steuerkarten. Die laufen letztendlich dann auch hier rein und das Teil ist letztendlich die Einheit, die wahrscheinlich defekt sein wird. Obwohl sie hier, was mir gerade aufgefallen ist, eine grüne LED hat und damit eine Bereitschaft signalisiert, dass sie funktionieren sollte. Wir haben auch hier nochmal einen kleinen Button, da steht Text drauf, das soll eigentlich Test heißen. Den kann ich mal drücken und dann sollte der Laser, wenn der an ist, und der ist an, eigentlich zünden. Hat er gezündet? Nein. Im ersten Schritt löse ich jetzt erstmal die Tür hier raus. Das kann man einfach machen, indem man ein Häkchen hier zieht. Und dann habe ich die Tür letztendlich entfernt. So habe ich deutlich mehr Platz zum Arbeiten. Im zweiten Schritt werde ich jetzt die Kabel entfernen. Hier unten liegt der Steuerspannungsstromkreis an und hier oben der Arbeitsspannungsstromkreis. Und im nächsten Schritt werde ich dann die Schrauben der PSU, das steht für Power Supply Unit, entfernen. Die ist vierfach beschraubt, letztendlich hier, hier unten und noch zwei auf der anderen Seite. Da kommt man eher schlecht dran und deswegen ist es besser, wenn man sich hier hinten das kleine Türchen öffnet. Und dann komme ich von da aus letztendlich besser an die Schrauben dran. Um die PSU hier, jetzt von diesem kompletten Brett, auf dem die montiert ist, auf diesem Kunststoffbrett, herabzumontieren, muss ich das ganze Brett demontieren. In dem Fall sind das hier diese vier Muttern. Die muss ich gegenkontern. Dann kann ich letztendlich die PSU, die auf dem Brett montiert ist, abmachen. Dazu macht ihr am besten hier die Klappe auf. Und hier an dieser Seite liegen dann letztendlich die Schrauben, die ihr gegenkontern müsst. So, ich habe das Netzteil jetzt hier mal aufgeschraubt. Die PSU, das steht ja für Power Supply Unit. Und nachdem ich das gewechselt hatte, ist mir die neue sofort auch wieder hochgegangen. Und zwar ist hier die Sicherung rausgeflogen. Ihr seht das hier in dem Bereich. Die habe ich jetzt rausgelötet und ich werde jetzt eine neue Sicherung reinlöten, hier die mit den Kabeln verbinden und dann das Netzteil einbauen. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es am Laser liegt. Und deswegen werde ich dann auch gleich nochmal den Laser mitwechseln. Ich habe noch einen Ersatzlaser hier. Kommen wir jetzt zum wichtigen Teil, und zwar der Anschluss der PSU, des Hochspannungsnetzteils, an den Laser. Wir haben ja auf der linken Seite 4 Pins, auf der rechten Seite 6 Pins, eine grüne Power-LED, die uns den Status anzeigt und ein Button zum Testen. Wenn ich den drücke, dann feuert der Laser.
der linken Seite der erste Pin, der geht zum negativen Pol des Lasers. Der zweite Pin geht auf Ground. Und der dritte und der vierte, die gehen beide auf die auf das interne Netzteil des Lasercutters. Für die Steuerung sind die sechs Pins auf der rechten Seite verantwortlich. Da fange ich mal rechts an. Der rechte ist der 5-Volt-Pin. Dann kommt der Input-IN-Pin. Der ist letztendlich über ein Potentiometer steuerbar. Oder er geht direkt an die RDC-Steuerung. Der dritte Pin ist Ground. Hier alle diese Pins kommen übrigens an die Steuerung dran. Der vierte ist Protection, das steht für Water Protection. Den könnt ihr direkt brücken auf Ground. Und dann haben wir noch High und Low Signal. Das ist ein Signal, um den Laser zu triggern. Und da wird letztendlich nur der Low Signal benutzt. Das heißt, wir brauchen hier, um den Laser anzuschließen, den Input-Pin, den Ground-Pin, die Protection auf den Ground-Brücken und den Low-Trigger-Pin. Den Laser habe ich jetzt auch gewechselt. Dazu habe ich hier die beiden Clips geöffnet. Wichtig ist, dass die offene Seite des Lasers hier zum Spiegel hin zeigt, hinten die geschlossene. Ihr seht das hier. Ich habe das abisoliert, das Kabel, hier drum gewickelt. Dann habe ich mir einen kleinen Schlauch genommen, habe den ein bisschen angeschlitzt. Den stecke ich jetzt so da drauf. Und jetzt mache ich oben die Versiegelung rein. Das mache ich auch hinten mit der Anode. Und dann muss ich eventuell gleich noch die ganze Laserröhre ausrichten. So, das Ganze ist noch für die andere Seite. So, es hat lange gedauert, aber ich bin jetzt fertig. Diese Röhre haben wir ausgewechselt. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass irgendwie das Hochspannungsnetzteil kaputt ist. Und habe das ausgewechselt, habe dann festgestellt, dass der Laser kaputt ist. Warum der genau kaputt ist, verstehe ich selber auch nicht. Man sieht es ihm auf jeden Fall nicht an. Ist ein Rezi-Laser, das ist eigentlich einer der hochwertigeren. Ein 50-Watt-Laser, den habe ich jetzt ausgetauscht gegen einen 40-Watt-Laser und auch ein 40-Watt-Netzteil. Hier steht drauf Peak Power 50 Watt, Agreement Power 48 Watt, also der hatte schon ab Werk 2 Watt weniger. Und die Data Production, das war der 9.11.2015. Jetzt haben wir Februar 2017, März 2017 und ja, wahrscheinlich ist einfach das Gas, der wird ja mit einem CO2-Gas gefüllt, wahrscheinlich ist das einfach jetzt über die anderthalb Jahre entwichen. Ganz wichtig, wenn ihr kein Ampermeter habt, rüstet euch eins nach. Ihr müsst unbedingt im Auge behalten, wie viel Power euer Laser konsumiert und ob letztendlich das Netzteil erstmal dafür ausgelegt ist, weil dieser Laser jetzt zum Beispiel, der 50-Watt-Laser, der nimmt sich mehr als 20 mA Power. Und selbst die 50-Watt-Netzteile sind nicht dafür ausgelegt. Und dann gehen die ganz schnell kaputt. Deswegen habe ich auch schon so viele. Ganz wichtig, wenn ihr kein Ampermeter habt, rüstet euch eins nach. Ihr müsst unbedingt im Auge behalten, wie viel Power euer Laser konsumiert. Und ob letztendlich das Netzteil erstmal dafür ausgelegt ist, weil dieser Laser jetzt zum Beispiel, der 50-Watt-Laser, der nimmt sich mehr als 20 mA Power. Und selbst die 50-Watt-Netzteile sind nicht dafür ausgelegt. Und dann gehen die ganz schnell kaputt. Deswegen habe ich auch schon so viele. Das ist die erste Lehre daraus. Die zweite Lehre daraus, Laser gehen irgendwann auch mal kaputt, wenn man sie vernünftig benutzt. Ich habe den nämlich immer in einem Power-Spektrum benutzt, für den er letztendlich ausgelegt ist. Hab letztendlich nie mehr als 20 mA von ihm gefordert. Jetzt noch der Beweis, dass alles wieder funktioniert. Und jetzt können wir mit Projekten weitermachen.